Die Fröbel-Pädagogik wird auch die Pädagogik des Wachsenlassens genannt, da das Kind sich gemäß seinen eigenen Lernbedürfnissen entwickeln kann. Die vorhandenen Fähigkeiten und Begabungen des Kindes werden gefördert und es wird nicht versucht, Lernerfolge zu erzwingen. Heute sagt man, das Kind ist der Akteur seiner eigenen Bildung und Fröbel hat gesagt, es soll sich die Welt selbst erschließen und zu selbstgefundenen Wahrheiten kommen.